Dann wollen wir mal gucken, was da drinne steht. Anleitung zur Herstellung von Pflanzenbomben. Die Anleitung erklärt, wie man aus Pflanzen Bomben herstellt. Inhaltsstoffe für Pflanzenbomben: Lavafrucht, Asche, Dochte. Da ist schon mal eine Schere. Huch, nee, da wollte ich nicht draufklicken. Bin ich denn da? Gehen wir mal hier zurück. Oh. No, the tunnel's blocked. I'll try to move as many rocks as I can. There might be something in your dad's gear that can help us. Nein, der Tunnel ist blockiert. Ich versuche, so viele Felsbrocken wie möglich beiseite zu schaffen. In der Ausrüstung deines Vaters ist doch bestimmt etwas, was uns weiterhilft. There might be something in. Ja, hier die Schere. Lagerraum. Jetzt kann ich das hier abschneiden. Gut, das war schon mal das. Jetzt haben wir Handfeger und Schaufel bekommen. Handfeger und Schaufel. Ernsthaft? Das Holz aber brennt an, wenn der Lavafrucht zu nahe kommt. Was steht denn hier schon wieder drin? Räume die Felsbrocken aus dem Tunnel. Hä, was soll ich denn hier machen, bitte? Ach, ja klar. Das war die Asche. Ich kann hier immer noch was machen. Ach, Wasser holen. Damit kann ich die jetzt abkühlen gehen. Finden die zwar bestimmt nicht so geil, aber jetzt kann Karabiner auch loslegen. Ab in den Botanikerkoffer. Wähle eine der drei Inhaltsstoffe aus und fülle ihn in einen der Bombenbehälter. Nutze die Aufzeichnungen rechts, um zu entscheiden, was und wie viel du in welchen Behälter füllst. Okay, das ist wieder in den Orangenen. Ist das orange-rot? Ist ja auch egal. Oh, geil, da wollte ich nicht draufklicken. Ja, okay, so geht's auch. Ich weiß nicht. Na, vielleicht müssen wir das auch in der Reihenfolge machen. Ja, das ist ja dann auch in der Reihenfolge. So, das. Dann kommt das Seil. Nochmal so eine. Und Asche. So. Das gleiche kann ich auch hier machen. Asche. So, und Drachenfrucht? Nee, wie hieß das? Lavafrucht? Drachenfeuer. Drachenatem hieß die, genau. Und dann in die blauen. Das. Drachenfeuer. Atem. Oh Gott. Und so eine. So. 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 Hier nochmal das gleiche. So. Und so. Dann das Gelbe. Da und da und da und da. Dann einmal die und einmal die. Und einmal die und einmal die. Sehr schön. Geschafft. Pflanzenbomben. Kaboom. Good thinking, Ellie. The plant bombs should clear up the tunnel if we detonate them in the right places. Keine schlechte Idee, Ellie. Mit den Pflanzenbomben müsste es uns gelingen, den Weg freizuräumen. Ja, dann geh da weg. Was? Wähle die Felsbrocken in der richtigen Reihenfolge aus, um sie zu entfernen. Sie können nur paar- oder gruppenweise, aber nicht einzeln zerstört werden. Markiere eine Gruppe von Felsbrocken, die zerstört werden soll, um eine Runde erfolgreich abzuschließen. Müssen alle Felsbrocken entfernt werden. Ach, sowas ist das. Das habe ich schon mal in einer ähnlichen Form in meinem, naja, quasi ersten Let's Play mit offizieller Erlaubnis der Entwickler gemacht. Und zwar in Awakening, Schloss ohne Träume. Da habe ich auch sowas gemacht. Oh,
Oh shit, da muss ich aufpassen. Das wird jetzt schon nichts mehr. Ja, geschafft. Oh, sehr schön. So, so, die beiden. Dann die. Nochmal die. Dann die. Die. Dann die. Oder ist das jetzt nicht geschafft? Wenn da welche übrig bleiben. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich darf ich das hier die ganze Zeit immer wieder neu machen. Geil. Ich mache das die ganze Zeit. Ich denke, ich mache hier voll die Fortschritte. Nichts da. Keine Fortschritte hier. So, nur aber. Gut. So, was ist das jetzt hier? Das ist sehr schön, dass meine Stoppuhr jetzt angehalten wurde, nur weil mein Akkuzustand meines Handys nicht so gut ist. Ja, super. Ach, es geht weiter. Okay. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. So, ja, das ist schon mal nicht mehr zu schaffen. Da unten ist ein einzelner Grüner, da muss ich aufpassen. Das mit dem Roten wird schon nichts mehr. So. Das wird doch schon wieder nichts. Aha, so ein Mist. Ach, das ist blöd. Also, sobald ich hier den Roten wegnehme, kann ich das alles vergessen. So. Die beiden Grünen brauche ich auf jeden Fall noch. Nein! Ach, scheiße! Ach, sorry fürs Fluchen. Es wird nichts wegen dem Roten da oben. Das ist nervig, weil der Rote. So. Jetzt fällt der gleich nach da unten. Jetzt muss ich das hinbekommen, dass die möglichst nebeneinander liegen. Gut, noch eins. Natürlich. Ich starte einfach mal blind drauf los. Was natürlich im Nachhinein wieder eine schlechte Idee. Nee. Doch. Mist. Wieder wegen diesem einen Blauen da. Ja, jetzt ist der Gelbe da allein. Das ist doch auch blöd. Der Blaue ist da jetzt allein.
Jetzt sind die beiden Pinken allein. Ganz geil. So. Jetzt hat theoretisch jeder ein Paar außer die Grünen. Ich dreh durch, ey. Oh, ja! Was für ein Glück. The plant bombs, being organic, silently created a path through the tunnel without announcing our arrival. At the portal entrance, Gustav was there. And as we feared, he had found Dr. Wright and had taken him hostage. Ian, das Tor zur Erde. Und du übernimmst nun die Rolle von Ian Garrett. Tagebuch. Das war ja klar, dass er ihn als Geisel nimmt. Wer hätte das auch anders erwartet? Ein Sammelobjekt. Aber ich muss Sammelobjekte übersehen haben. Ich habe schon 1, 2, 3, 4 Stück noch. Da komme ich nicht auf die komplette Anzahl. Überwucherung. Das Ventilatorblatt ist voller Moos. Oh Gott. Ziemlich altmodisch. Manche Ian, ey. Ziemlich altmodisch. Gehört das vielleicht Joe? Da ist aber kein Film drin. Dieser Steinkasten gleicht denen der Tempelruinen. Das Schlüsselloch ist durchgeschmolzen. Lassen sich die Ketten anders entfernen? Steinfigur. Aha, schön. Glitschige Ranken. Eingeschützt durch ein früheres Erdbeben. Was ist hinter dem Geröll? Hier ist es zu dunkel. Ja, dann gehen wir erstmal geradeaus. Hier können wir ja nicht zu viel mal reden. Wir mal mit Ellie. Gustav has my father. We need to get this drawbridge down and enter the portal room. Ian, could you take care of the control panel? I'm trying to fix this bridge. It would really help if I had something to clamp it down. Gustav hat Papst. Wir müssen die Zugbrücke herunterlassen und versuchen, ins Vorzimmer zur Erde zu gelangen. Ian, kannst du dich um die Steuerung kümmern? Ich versuche, diese Brücke zu reparieren, wenn ich doch nur etwas hätte, um sie zu befestigen. Also nur hier können wir auch aktuell was machen. Jetzt bräuchten wir noch 6, also das schaffe ich niemals. Außer dahinter kommt noch was. Brückensteuerung. Gustav hat das Teil mit einem Schuss aus der Gefecht gesetzt. Es ist kochend heiß. Was auch immer auf dem Schreibtisch war, die Fledermäuse haben sich darüber hergemacht. Die Stufen der Leiter sind ziemlich verbogen. Ja, das könnte man so sagen. Was haben wir denn jetzt schon wieder Neues gefunden? Fledermaus, zahnlose Fledermaus. Sie hat doch Zähne. Notiz, ernährt sich von flüssigen Substanzen. Ja, was hast du dir jetzt schon wieder Schönes notiert? Okay. Das ist natürlich mit Code gesichert. Da... Klammern? Ach, die Klammern. Keine Ahnung, wofür die sind. Okay. Startet das Video. Das sagt mir was. Die Kassette hängt fest. Sie lässt sich nicht auswerfen. War hier noch irgendwas? Ja, ein Sammelobjekt. 2 sind hier. Ach, was. Foto. Seltsame Lösungsflüssigkeit. Die Fledermäuse haben die Flasche kaputt gemacht. Autsch, scharf. Das kannst du also auch nicht anfassen. Gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Oh, ein U-Boot. Schutzhelm, keine Glühbirne. William hat dieses U-Boot präpariert. Aber wozu? Um damit auf die Erde zu gelangen? Ah, das ist ein Hammer. Ein Hammer haben wir jetzt.
Da können wir hier jetzt wieder irgendwas machen. Können wir die jetzt gerade hauen? Tatsächlich. Gut, die Leiter hätten wir. Weg zur Brücke. Dunkle Ecke. Nee, das macht keinen Sinn.